Learn German with Anja! Hallo alle zusammen! Heute lesen wir wieder eine Kurzgeschichte. Kurzgeschichte. So today we read again a short story. Und die Kurzgeschichte heißt Ingrid. The short story is called Ingrid. Das ist ein deutscher Vorname. This is a German first name. Also ich glaube, es ist ein deutscher Vorname. I think it's a German first name. Ja? Ingrid. Und die Kurzgeschichte ist aus dem Buch Café in Berlin. Ich mache den Link in die Beschreibung. I will put the link in the description. So, und ja, ich lese, I read, ich lese und du liest mit mir. And you read with me, okay? You can check your pronunciation, your vocabulary. It's nice sentences, so it's a very good exercise. Das ist eine sehr gute Übung für dich, for you. You remember, for is with accusative. Für dich, for you. Als erstes, das ist ein Wasserkocher. Yeah? This is a water kettle or a water boiler. Der Wasserkocher. Which makes sense because Wasser is water and kochen means to cook. So Kocher is a cooker, a water cooker. Yeah? Der Wasserkocher. Okay, los geht's. Das ist der erste Satz. This is the first sentence. In meinem Deutschkurs sitzen Menschen aus der ganzen Welt. In my German class, people from the whole world are sitting there. Yeah? In my German class, there are people from the whole world, aus der ganzen Welt. Ein paar haben einen deutschen Freund. A few have a German friend or boyfriend, could be both here. Oder eine deutsche Freundin. Or a German, so probably here we are seeing it's boyfriend or girlfriend, yeah? They are saying, a few have a German boyfriend or a German girlfriend. Andere wollen in Deutschland arbeiten. Others want to work in Germany. So here you're seeing very well, andere, this means others, yeah? The other ones. Wollen, want. In Deutschland, and the second verb goes to the end, arbeiten. Okay? Aber, this is funny, das ist lustig. Aber wir haben alle das gleiche Problem, die deutsche Sprache. But we all have the same problem. Gleich. Gleich means same. Die deutsche Sprache. Oh. Der Kurs ist sehr langweilig. The course is very boring. Wir arbeiten mit einem Buch. We work with a book. Seite für Seite. So page after page. Und machen alle Übungen. And we do all exercises. Von einer CD hören wir kurze Gespräche. So, we listen to short conversations, yeah? Das Gespräch is a conversation from a CD. Und hast du gehört, did you hear this? CD, yeah? Das ist die CD. Die Lehrer, das ist auch lustig. Die Lehrerin ist eine Schlaftablette. So, Schlaftablette literally means sleeping pill. Yeah, if you want to sleep and you take a pill and then sleeping pill. They just want to say the teacher is very boring, basically. A very boring person. Eine Schlaftablette. Like, you know, a little bit sleepy. Das Beste an meinem Deutschkurs sind die Pausen. The best thing about my German course are the breaks. Die Pausen. Dann können wir Kaffee trinken, then we can drink coffee, und mit anderen Studenten reden, and we can talk to other students.
So, reden is another word for to talk to. Yeah? You could also say, und mit anderen Studenten sprechen. Yeah? Reden is maybe a little bit more informal. We use it a lot, so it's good if you know it. Yeah? Reden. Wir reden. So, wir haben seit ein paar Tagen eine neue Studentin aus Schweden. We have seit ein paar Tagen. This means since a few days. Yeah? So she came a few days ago. Eine neue Studentin aus Schweden. From Sweden. Sie ist sehr hübsch. She's very pretty. Sie hat blonde Haare, blaue Augen und ein süßes Lächeln. So, she has blonde hair, blue eyes, blaue Augen und ein süßes Lächeln. And a sweet, a cute smile. Yeah? Lächeln, this means smile. Und lachen, lachen, when it's stronger, it's like ha 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 ha, it's really laughing. Lächeln is just smile. So, sie heißt Ingrid. Her name is Ingrid. Ihr Deutsch ist sehr gut. Her German is very good. Ja? Ihr, her. Ich weiß nicht, warum sie in unserem Kurs ist. So, I don't know. Ich weiß nicht, warum, why. You remember, warum ist die Banane krumm? Why is the banana bended. So, I don't know why she is in our course. And here you're seeing, when you have this warum or any other question word, yeah, in a subordinate clause. I will talk about this later. But then the ist, the verb, goes to the end. Yeah? Geht ans Ende. Aber es ist gut, dass sie hier ist. And here you see it again. If you have this das, then the verb goes to the end. You see this? This happens very often in German. So, aber es ist gut, dass sie hier ist. But it's good that she is here. So, und weiter. Der nächste Abschnitt. The next part. Unsere Sprachlernschule hat eine kleine Küche. Our language school has a small kitchen. Mit einem Wasserkocher. With a water boiler, or whatever you call it. Und es ist eine sehr kleine Küche. Nur einen Quadratmeter groß. Only one square meter big. Yeah? Nur einen Quadratmeter groß. In der Pause habe ich dort mit Ingrid einen Kaffee getrunken. Getrunken. So, in the break, I drank a coffee there with Ingrid. Mit Ingrid. Und du, was machst du in Berlin? Fragte ich. So, it's like, and you, what are you doing in Berlin? I asked. This is the past tense. Fragte ich. So, this is something very common which will German, which people will ask you, you know. Was machst du in Berlin? Oder was machst du in Deutschland? Oder was machst du in München? What are you doing in Munich? So, Ingrid lächelte. Again, lächeln. Das Lächeln ist the smile, the noun, ja? Und lächeln ist to smile. Und sagte, ich will in Berlin Film studieren. I want to study film. Ja? Ich will studieren. The second one goes to the end again. Ah, du willst eine Schauspielerin werden. You want to become an actress, ja? Die Schauspielerin oder der Schauspieler. An actor or the actress. So wie Angelina Jolie. Just like Angelina Jolie, I said. Ingrid schüttelte ihren Kopf. Schütteln, schütteln. Nein, ich will nicht vor die Kamera, sondern hinter die Kamera. So I don't want to be in front of the camera, I want to be behind the camera. So I want to be the camera woman. Ja? Und
Ach so, sagte ich. This is also very common. Try to remember this. Ach so, it's like, oh, I get it, you know. Ach so. Du willst Dirigent sein. You want to be a Dirigent. I will put the word later, okay? Dirigent sein. Ingrid lachte und sagte, she laughed and said, ja, aber auf Deutsch sagt man Regisseur. Exactly, now I know what they mean. Actually, Regisseur is a director. Yeah? A director of a movie, for example. Ja, aber auf Deutsch sagt man Regisseur. So in German, you say director, Regisseur. Ein Dirigent ist eine Person, die ein Orchester leitet. Ja, so ein Dirigent is a person who leads an orchestra. Cool? So. And again, here you're seeing again, it's a relative clause, die ein Orchester leitet. The verb goes to the end. Das Verb ist am Satzende. Ja? Das Verb ist am Satzende. Leiten, to lead. So, wir lesen den zweiten Teil im nächsten Video. Okay, we read the second part in the next video. Wir lesen den zweiten Teil, den zweiten Teil. You see, it's accusative. Das ist Akkusativ. Wir lesen den zweiten Teil im nächsten Video. Super, bis gleich. See you soon. Tschüss.